Ja, bei uns ist Martin Lutz vom FIGR, Geschäftsführer und wissenschaftlicher Leiter. Lieber Herr Lutz, erstmal freuen wir uns sehr. Vielen, vielen Dank, dass wir zumindest virtuell heute in Ihr Institut kommen durften, um ein paar Fragen an Sie zu stellen. Ja, guten Morgen, Frau Schäfer, ich freue mich auch. Guten Morgen. Ja, uns verbindet, also Dr. Schutz und das FIGR verbindet schon eine relativ lange Zeit. Beides Familienbetriebe in der zweiten Generation. Sie haben sich in dieser Zeit, seitdem Sie existieren, als ein wirklich renommiertes Institut sowohl für die Prüfung von Reinigungsmitteln, von Pflegemitteln, für die Gebäudedienstleistungen etabliert, aber eben auch als eine ja, sehr, sehr wichtige Schulungsakademie im deutschen Süden in Metzing. Vielleicht erstmal diese Frage: Wie schaffen Sie das, angehende Gebäudedienstleister so zu ziehen mit Ihren Schulungen? Was bieten Sie da an? Ja, wir bilden im Prinzip aus, von der Reinigungskraft angefangen, die an der Front das Geld verdient, bis hin zu Gebäudereinigergesellen und Gebäudereinigermeistern, die wir in Crashkursform ausbilden. Das ist natürlich ein sehr attraktives Modell, was man in der staatlichen Schule in einem, ja, knappen Jahr lernt. Das kriegt man bei uns innerhalb von 6 mal 1 Woche vermittelt. Darüber hinaus haben wir eben einen sehr guten Draht auch zur Industrie und haben unsere Nase immer ganz vorne mit dabei, wenn es um Innovationen geht. Und unsere Kunden wissen natürlich auch, dass sie bei uns immer das Modernste, Innovativste letztendlich vermittelt bekommen. Und dann, soweit weiß ich aus unserem Vorgespräch, gab es zuerst mal die Prüfung der Reinigungsmittel von Dr. Schutz, ne, die regelmäßig Genau. stattfinden. Und mittlerweile, also auch im Schulungsjahr 2022 wieder, bieten Sie auch Schulungsangebote aus dem Rahmen Dr. Schutz Akademie bei sich an. Wie, Richtig. so, die haben Sie mit in Ihr Programm aufgenommen. Was bieten Sie da an und wie läuft die ab? Also seit 2013, wenn ich es richtig weiß, bieten wir diese PU-Grundlagenseminare an von diesem Floor Remake-System. Das heißt, es ist ein zweitägiges Seminar, da darf ich bei uns selbst im Haus als Gast mal auftreten, weil eigentlich ist es ein Doktorschutzseminar und ich bin dann Gastreferent für anderthalb, 2 Stündchen. Und ich rede dann zunächst mal über polyurethan vergütete Böden. Also das ist im Prinzip was Ähnliches, was aber schon werkseitig auf diesen Böden drauf ist und was eben auch hauchdünn ist, das, was da werkseitig drauf ist, diese Schutzschicht. Und insofern kann die eben auch rasch verschleißen, kaputt gehen. Früher gab es dann immer Probleme, wenn diese Schicht kaputt war, weil man hatte eigentlich kein probates Mittel, das dann wieder in Ordnung zu bringen. Und seitdem es eben dieses PU-Siegel gibt, kann man solche Fußböden problemlos sanieren, entweder mit einem transparenten Lack, den man auftragen kann, oder eben sogar mit einem kolorierten Lack. Das heißt, wenn Ihnen die Farbe des Fußbodens nicht mehr gefällt, dann können Sie sich quasi Ihre Wunschfarbe aussuchen und dann wird der Fußboden einfach in dieser Farbe sozusagen umlackiert. Da wird eben auch die praktische Fertigkeit dann letztendlich vermittelt, wie man mit diesen Systemen dann umgeht, sodass die Teilnehmer dann tatsächlich auch direkt in der Praxis diese PU-Siegel entsprechend verarbeiten können. Sie haben ja das PU-System über die letzten Jahre auch immer wieder überprüft, also in ihrem wissenschaftlichen Bereich untersucht, ne, auf Güte und auf Funktionalität und so weiter. Was haben Sie da für Erkenntnisse gewonnen über das System? Ja, also eine Erkenntnis ist, dass man damit komplett desinfektionsmittelbeständige Fußböden schafft. Das ist gerade auch im Gesundheitswesen ein großer Vorteil. Die Systeme, die man da bislang im Einsatz hatte, mit klassischen Polymerbeschichtungen, die haben zum Beispiel empfindlich reagiert auf alkoholische Händedesinfektionsmittel. Auch manche Fußböden sind im Übrigen empfindlich dagegen und das passiert dort eben nicht. Und der andere Vorteil ist eben, dass man bis zum nächsten, also man hat deutlich längere Intervalle, bis man wieder etwas tun muss am Fußboden. Das heißt, bislang hat man da jährlich im Regelfall eine Grundreinigung und eine Neubeschichtung durchgeführt. Bei diesem PU-Siegel, da hat man mindestens mal 5 Jahre lang Ruhe. Das ist natürlich alles in Abhängigkeit von der Nutzung des Bodenbelags, von der Beanspruchung. Aber insofern ist es auch für den Kunden deutlich attraktiver. Und was machen Sie dann nach 5 Jahren, wenn da wieder Kratzer drin sind?
Also wenn der Boden dann tatsächlich mal zerkratzt ist, was natürlich auch passieren kann, dann schleift man quasi diese obere Schicht von dem PU-Siegel einfach an, also im Prinzip den Klarlack. Die oberste Schicht sollte immer transparent ausgeführt werden und dann kann man einfach wieder eine neue Lackschicht drauf machen. Und wenn Ihnen die Farbe nicht mehr gefällt, dann können Sie auch gerne wieder einen farbigen Lack drauf machen. Also insofern hat man da ganz einfache Möglichkeiten, das auch wieder zu sanieren. Und die Farben, von denen Sie sprachen, also die kreative Gestaltung, letztendlich ist das dann auch Bestandteil der Schulungen, die wir bei Ihnen veranstalten können. Genau, das ist tatsächlich Bestandteil von der Schulung. Also da geht es tatsächlich um dieses kolorierte PU-System, damit man einfach mal sieht, wie sich das verarbeiten lässt. Und Dr. Schutz möchte eben auch, dass all seine Kunden, die das System anwenden wollen, eben wenigstens mal vorher damit gearbeitet haben. Das ist also praktisch so das Grundlagenseminar, da werden die Basics vermittelt und dass man auf jeden Fall auch schon mal mit dieser Walze eben gearbeitet hat. Aus Alt macht bunt sozusagen. Stichwort Kunden. Also am Ende sind Ihre Kunden natürlich diejenigen, die Gebäudedienstleistungen anbieten, aber deren Endkunden wiederum. Für welche Anwendungsgebiete, für welche Objektarten ist das überhaupt relevant? Im Prinzip geht es eigentlich für alle Objektarten, ganz speziell auch fürs Gesundheitswesen, weil eben diese Systeme eben auch absolut beständig sind gegenüber Desinfektionsmitteln, und zwar einschließlich der alkoholbasierenden Desinfektionsmittel. Da gibt es bei anderen Beschichtungssystemen, also diese klassischen Polymerbeschichtungen, Probleme, die sind nämlich empfindlich gegen solche alkoholische Händedesinfektionsmittel. Auch manche Bodenbeläge sind dagegen empfindlich und man hat so praktisch einen ja, fast komplett chemikalienbeständigen Bodenbelag. Aber es ist immer schon für elastische Böden gedacht, also Linoleum, PVC, oder geht das auch auf anderen Oberflächen? Ja, es geht grundsätzlich auch auf anderen Oberflächen. Jetzt einen Natursteinboden würde ich damit natürlich nicht beschichten. Das würde ich schon als eine Sünde bezeichnen. Aber grundsätzlich könnte man sich überlegen, das zum Beispiel auch auf einen Estrich drauf machen. Also man kann das sogar auch transparent natürlich auf einen Estrich drauf machen. Also Sichtbeton ist ja heutzutage cool. Und wem es gefällt, warum nicht? Also kann man durchaus machen. Man kann es natürlich auch farbig machen. Und man könnte zum Beispiel ja auch Fliesen, Keramikfliesen, wenn die einem nicht mehr gefallen, das hat es alles auch schon mal gegeben, dann könnte man auch die letztendlich damit lackieren. Aber es ist ein klassisches System eigentlich ansonsten für elastische Fußböden. Wobei mir schon eine ganz typische Art von 70er-Jahre-Charme Keramikfliesen einfällt, die man gut einfärben könnte. Das würde sich sicher lohnen. Genau. Ein kleines Vögelchen hat mir gezwitschert, dass Sie sogar selber in Ihrem Institut jetzt erstmalig das PU-System einsetzen werden und wir da sogar dabei sein können mit der Kamera. Das ist richtig, das haben wir uns so überlegt. Unser heiliger Fußboden in unserem Vorführraum, der hat nun ein paar Spuren bekommen und da habe ich mir gedacht, dann machen wir da das PU-Siegel drauf, in koloriert übrigens, weil wir haben da bisher so einen hochglänzenden Epoxidharz-Estrich drin. Der ist nun nach 20 Jahren auch so ein ganz klein bisschen vergilbt, hat einen leichten Gelbstich gekriegt, ein paar Bläschen und so und natürlich auch ein paar Kratzer. Und dem wollen wir quasi einen neuen Look verpassen. Ja, da werden wir gespannt sein. Und wenn Sie das tatsächlich auch mit einem Kamerateam begleiten, dann kann man da ja tatsächlich Ihnen auch Schritt für Schritt über die Schulter schauen, wahrscheinlich, wenn Sie das Ja, durchführen, oder? klar. Ja, Ja, schön. wir haben schon gedacht, das mit der Kamera einzufangen dann auch. Ja, vielleicht als letzte Frage noch. Ich meine, das waren jetzt für uns alle irgendwie strapaziöse Jahre und jetzt in der Schulungssaison 22 geht es zumindest im Rahmen der Dr. Schutz Akademie auch wieder mit Face-to-Face-Schulungen, mit Vor-Ort-Schulungen los. Sehen Sie dieser Saison positiv entgegen oder wie sind so Ihre Gefühle dazu? Ja, wir sehen der Saison sehr positiv entgegen. Also bei uns laufen jetzt aktuell auch heute schon wieder zwei Präsenzveranstaltungen gleichzeitig. Wir haben ein hervorragendes Hygienekonzept hier. Also die Leute, die brennen auf Präsenz und freuen sich wieder auf Präsenzveranstaltungen. Insofern schaue ich diesem Jahr sehr positiv entgegen. Wunderbar. Ich glaube, das darf ich als Schlusswort so stehen lassen. Danke Ihnen ganz herzlich, Herr Lutz. Vielen Dank auch, Frau Schäfer. Tausch
your eyes for a minute.